Sim.
dass man sich auch nur eine Stunde langweilt. Familie, passiv im Bett. Na, ich auch. Es ist Liebe.
Doktor! In Wien regiert der junge Kaiser Franz Josef. Seine Herrschaft beruht auf einem stehenden Heer von Soldaten, einem sitzenden Heer von Beamten, einem knienden Heer von Priestern und einem fleißigen Heer von Denunzianten. Und den Ratschlägen von seiner Mutter. Und wenn man sagt, sie sei der einzige Mann bei uns. Sei streng. Sei stark. Sei kalt. Sei hart. Der Kardinal Erzbischof. Majestät, die heilige Kirche stößt auf Widerstand. Empört! Majestät, die Kirche wünscht nicht nur auf sich im Land. Gewährt! Was liegt noch an? Die Besprechung der politischen Lage. Majestät, der Krieg droht sich ernsthaft auszuweiten. Dass wir Russland diesmal beistehen, ist nicht zu vermeiden. Russland danken wir die Rettung vor der Revolution. Außer die Anstück Türkei erhalten wir als Lohn. Beurteilen Sie die Lage, Graf Grünne. Stehen wir zu Russland, grollt uns England. Nehmen wir mit England, zimmt uns Russland. In jedem Fall ein Bündnis der Vertan. Wir müssen uns entscheiden. Der Kaiser von Österreich. Muss gar nichts. Darf ich Euer Majestät untertänig daran erinnern, dass die Kutsche meine Herren, die Audienz ist beendet. Aber was soll ich denn nun dem russischen Botschafter sagen? Kriege sollen andere führen. Das glückliche Österreich heiratet. Gott, Herr Meister, Gott,
Mann nicht warten. Was ist denn da in Ordnung so nah? Er bleibt doch immer Theorie. Und du das Teil manchmal ganz genau. So wie man sagt, und jetzt kommt es nie. Gewählt und jetzt noch. Hey, Bill! Mach, dann entschuldige ich wohl zu tun. So wie man sagt, und jetzt kommt es nie. Ist schon zu gefahr!
Thank you.
der Wein. Zeigt, dass sie jemand, der zu tun, sie ist vermauert.
Sie sind Freischaffende. Freischaffende, das ist für mich komisch. Ich bin gelernt, erstmal bescheiden zu sein. Nein. Herr Bach, Josef, Sie will einen Mund am Ich bin nicht das Einzige.
und kann seinen Grund verstehen. Drum, wenn trotz Mist und Wohlig dir das Leben hier nicht schmeckt, dann könnte es durchaus möglich sein, dass ihr dahinter steckt. Im ersten Ehejahr lässt sie der Kaiser viel allein. Was tut ihr Papa? Kein hat immer für die Zeit. Im zweiten Ehejahr lässt sie ihr erstes Töchterlein. Und vor ihren Mutter in der Trompe weit. Wo ist mein Kleiner? Ich nehme mich hier an. Ich will mein Kind lieber haben, du siehst es dann noch an. Ohne mich zu fragen, taufen sie es zu viel. Ausgerechnet ihren Namen, ich kümmere mich um sie. Falls sie uns ja deine Mutter, noch kein Verleihen fort. Sie kennt, dass sie mein Kind verstoßen, ich sprich ein klares Wort. Yeah.
die Welt geht unter, wie du vermerkst. Bei Hof hat man das noch nicht bemerkt. Aber die Kaffeehäuser zu Wien weiß das jeder. Was steht im Feuilleton? Wie schmeckt der Mietbouillon? Bin irgendwer mit mir stark? Mein Gott, ist mir wieder fad. Und trägt der Kaiserin mein den ganzen Tag. Sie ist die Fäse, zieh ihr Kind verloren. Ja, wann ist sie wohl auf? Sie zeigt nicht mehr den Kopf. So lange werden wir schon in Kerben für den Tod. Schlag die Zeit tot, Tag aus, Tag ein. Wie ein Automat, das ist doch allgemein. Wir haben ein Konsultat, wir spüten mit mir Skat. Unser junger Kaiser, seitlich wie gekippt. Jedenfalls nicht in der Heulig Krieg. Der Heulig gehört, der letzte Krieg um den Krieg hat uns neutralisiert. Und jetzt ist Mr. Reich, und die Stadt ist ruiniert. Frankreich, England, Russland stehen in einem Grund. Und jetzt geht es Krieg mit mir vor. Kraft und Mensch und Mensch im Kaffeehaus und erwarten für die Apokalypse. Diesmal war es ein Sohn, das hätte ich geglaubt. Und auf jeden Fall gleich der Wunder gebaut. Ich habe erfahren, sie mag man kann. Denn sie bewahren, sie mal die Kammer, sie geht alles in der Blau. Kraft und Mensch und die Apokalypse hat nicht mehr, doch ich werde mir das nicht länger ansehen.
Ich habe ein förmliches Ultimatum aufgesetzt. Wenn du mich nicht verlieren willst, erfülle es. Meine Kinder bestimmen. Und von nun an werde ich entscheiden, was ich tue und lasse. Diesmal entscheide ich und entscheide dich. Für deine Mutter oder für mich. Und jetzt lass mich allein. Um aufzugeben, ich weiß, ich kann mich nicht befreien.
Kaiserin, ich muss Sie sprechen. Sie hat Ihre Toilette noch nicht beendet, Marcel. Aber Sie können mit mir sprechen. Sie ist hier hinter dem Paravent. Sie kann sie hören. Über 100 Jahre.
Anwendigkeit, ein mieser Intus. Sie kriegt so den Sohn, um so viel beweisen, dass sie stärker ist. Doch dann schon wieder ab, die kommt ja darauf an, mich zu befreien. Sie lebt in der Monarchie und bringt den Ehrlich in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Thank you.
Mio stupido! Man kann von einer Kaiserin nicht erwarten, dass sie sich um Kinderkram kümmert. Sie hat Pflichten, muss zu den armen Kranken. Am liebsten besucht sie die armen Kranken in Kinderhaus. Majestät, es freut uns sehr. Ich möchte die Patienten sehen.
vertritt die Kaiserin zu einflussreich. Ich habe erfahren, dass sie die heilige Kirche spielt. Ist nicht religiös, verhöhnt sogar das Schulgebet. Ja, sie kann es auch nicht sagen. Das kommt von Angst, sei ihr Schutzengel. Der Kaiser verstand nur nicht, was sie denn fällt. Die Frage heißt, wir oder sie. Aber was? Und unser Kaiser ist jetzt Kaiser. Was? Oh, es ist unerträglich, wie sie im Umgang rotiert. Ein Aufrührer ist zum Staatsminister avanciert. Sie kennt die Gerade und ist am Boden liegen. Wo soll das noch hin? Führen Sie herrscht die Eier. Und mein Ohr. Hier, ihr eigenes Jörg, die Geschäfte haben das Werkstatt. Ich brauche ihn. Ich kann ja den Kaiser verstehen. So. Ja. Als Mann. Aber vom Politischen halte ich ihn für ausgezeichnet. Yeah.
einmal krank hat, dann ärgert der Prinz. Statt selbst hier abzusteigen, lässt er sich alle zeigen und bringt für seinen Herrn die Schönste mit. Der hier kommt von ganz oben und wird sehr zu loben. Er trägt die Nacht mit tenderem Blick. Die Kleine wird so fiebrig heiß. Aus keinem Grund bin er nicht wahr. Wie kommt sie zur Ruhe? Hält sie von Ort zu Ort? Kaum sind die Worte.
was ist denn mit ihm? Oh, ein graues Haar. Scotchadura. Sie, seit Papst tot ist, mein Himmel für Sie. Sie schreibt, Rudolf fährt 28 und er sich hier nicht sehr. Wie kommt sie so gut? Was hat sie uns so aus? Wo haben sie die so vorbei.
ich weine. Bleib bei mir.
der Welt, die zum Sterben beginnt. Wenn ich dein Spiegel wäre, dann würdest du dich in mir sehen. Dann fiel's dir nicht so schwer, was ich nicht sage, du verstehst.
Glaube ist stark, doch manchmal
ist alles, doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein, sich nah zu sein im Dunkeln, genügt das nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein.
Lucchini. Prinzen von Arne einmal. Kam nicht. Wieso dann die Kaiserin Elisabeth? Die Journale. Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das? Am 10. September 1898. Giorno bellissimo. Ein sonniger Tag.
Thank you.
Ich bin zuerst. Ja, mein Schluss. Ich muss mal fotografieren.